Christbaumschmuck made in Nepal, Kunsthandwerk vom Dach der Welt, Weihnachtssterne vom Fuße des Himalaya. Seit 13 Jahren schon findet im oberbayerischen Gilching traditionell am ersten Advent der Nepal-Abend statt. Mittlerweile ein Pflichttermin für die ganze Gemeinde und auch das Umland. Die Verbindung zwischen Bayern und Nepal begann 1996. Damals war das Gilchinger Apothekerpaar Horst und Ursula Schmehl beim Trekking im Himalaya, bis ein Drama passierte. Das schreckliche Erlebnis war, dass meine Frau im Himalaya, obwohl sie schon auf 6000er war, überraschenderweise in 5500 Meter beim 40. Trekking schwer höhenkrank geworden ist. Und da zwei Sherpas immer dabei waren, haben die beiden jungen Männer, die selber Familie haben, meiner Frau das Leben gerettet. Der Dank für diese Lebensrettungsaktion im Himalaya war ein Versprechen der Schmehls. Die medizinische Versorgung im Dorf der beiden lebensrettenden Sherpas, rund 80 Kilometer nördlich von Kathmandu, sollte besser werden, vor allem für die Ärmsten der Armen. Von da an ging es für die Region Bolde, Dulikhel, bergauf. Die Namaste-Stiftung wurde gegründet und unterstützt heute Tausende von Nepalesen bei der medizinischen Versorgung. Das Krankenhaus war zuerst ein kleines Krankenhaus in Dulikhel für 2 Millionen Menschen ungefähr und hatte nur regionale Bedeutung. Und mit der großen Hilfe, die wir zum Beispiel geleistet haben, konnte das Kinderkrankenhaus in Dulikhel gebaut werden. Es konnte ein neuer Bettentrakt gebaut werden. Es konnten 3 neue Außenstationen gebaut werden. Und im Moment sind wir eben dabei, das wichtige Projekt, das ist im Moment das Wichtigste für uns ist, das Mutter-Kind-Zentrum zu bauen, wo man die Mutter-Kind-Sterblichkeit, die über 10% in den Bergen ist, verringern kann. In Dr. Ram Shrestha, einem nepalesischen Arzt, hat Horst Schmehl einen Partner vor Ort gefunden. Jedes Jahr kommt Dr. Ram nach Bayern, um über den neuesten Stand der Investitionen ins Gesundheitssystem zu berichten. In Nepal koordiniert Dr. Ram die Spendenhilfe und leitet das Krankenhaus in Dulikhel. Dank der Gilchinger Initiative hat seine Region heute eine im Vergleich zum Rest des Landes gute medizinische Versorgung. Wo der Dulikhel Hospital steht, vor 15 Jahren und heute, vor 15 Jahren 15 bis 20 Kinder, die in 1000 Geburten gestorben. Heute ist es in dem umliegenden Gebiet ist es null. Und das möchte ich hier unter meine Freunde und Helfer unterbreiten. Und ich bin sehr, sehr happy, dass das in Gilching, zumindest in Deutschland, viele, viele diese Sachen, diese Engagement verstehen und mitwirken und mithelfen. Mithelfen in Nepal, eine Idee aus Bayern, die aus tiefer Dankbarkeit in der größten Not im Himalaya entstanden ist. Die beiden Sherpas haben nicht nur Ursula Schmehls Leben gerettet, sondern indirekt auch das vieler Menschen in Nepal. Uns im Internet auf tvbayernlive.de.